Lässt sich das Trainerteam in Sachen Spielstil von anderen Teams inspirieren oder hat man da seine eigene klare Philosophie? Also man hat so seine eigenen Vorstellungen, wie man Fußball spielen lassen will und hat so seine eigenen Methoden natürlich im Kopf und will die auf die Mannschaft übertragen und möchte natürlich auch idealerweise die Dinge, die man im Kopf hat, dass man die im Training dann einübt und dass man das idealerweise dann am Spieltag dann unten am Platz sieht. Aber natürlich gibt es natürlich immer Dinge, wo man verbessern kann, wo man weiterentwickeln kann. Die versucht man dann natürlich aus den eigenen Spielern zu verbessern. Oder man schaut eben nach draußen, wie machen die anderen das, wie macht das zum Beispiel, das Beispiel angesprochen, wie macht das Barcelona oder wie machen das andere Vereine grundsätzlich. Und ich denke, da sollte man immer offen sein, wie machen das andere, wie setzen die Dinge um. Und das analysieren und dann, wenn es passt oder wenn man davon überzeugt ist, in die eigene Arbeit einfließen lassen. Ich denke, so ist der normale Weg der Weiterentwicklung. Okay. Nun zu den aufstrebenden Spielern der Eintracht. Sehr bestes Beispiel ist hier Marc Stendera. Schauen Sie sich U23-Spiele, U19-Spiele an und ordnen Sie dann ein, dieser Spieler oder der Spieler hat Potenzial für die nächsten Jahre? Ja, also die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsleistungszentrum, mit den Verantwortlichen im NLZ ist sehr eng. Also wir sprechen uns wöchentlich und tauschen uns aus, holen auch immer wieder Spieler vom Nachwuchsbereich zu uns ins Training, die dann mal vorspielen dürfen bei uns. Oder wir gehen rüber und schauen Spiele an von der U19 oder U17 oder von der U23, wenn es dann passt vom Spielplan her. Ja, wie gesagt, da ist die Verzahnung und die Verbindung und die Kommunikation ist da einfach gut. Und von daher ist dann natürlich auch das Wissen über die talentiertesten Jungs natürlich auch da. Und wir holen die dann natürlich auch zu uns dann im Spiel oder auch zum Training. Stendera gehört da dazu, da gehört auch der Marc André Kempf dazu oder andere junge Spieler, die schon bei uns geschafft haben, oder auch der Torwart, der Aiko Öser, der jetzt aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Es kommen jetzt einige auch nach aus der U17, die bei uns schon auf der Liste stehen. Also da ist die Verzahnung, die Verbindung gut. Nun mal abseits vom Fußball, wenn Sie mal das Eintracht-Gelände verlassen, bleiben Sie da ständig am Ball oder schalten Sie da komplett ab? Also ist das überhaupt möglich? So komplett in den Fußball? Ja, es kommt darauf an. Es gibt dann schon mal irgendwie Wochen oder Tage, da fokussiert sich alles um Fußball, weil es dann irgendwie um was Besonderes geht, um so wie letztes Jahr die Phase, wo es um Aufstieg geht, da ist dann der Fokus natürlich nur auf Fußball, da gibt es dann auch nichts anderes. Es gibt dann natürlich auch mal Momente, vor allem dann auch in der Länderspielpause, da kann man irgendwie auch mal zwei, drei Tage mal durchschnaufen und kann sich um andere Dinge kümmern oder mit der Familie mal ein, zwei Tage irgendwo hinfahren und dann mal abschalten. Es kommt darauf an, wie gesagt, es gibt Phasen, da ist fokussiert voll auf Fußball oder wenn es mal der Terminkalender zulässt, dass man ein, zwei Tage auch mal durchschnauft. Haben Sie schon den konkreten Lieblingsort in Frankfurt gefunden? Das ist zum Beispiel ein Restaurant? Ja, es gibt schon das ein oder andere Restaurant aus der Gewohnheit und weil es dann auch gepasst hat, wo man immer wieder gerne mal hingeht. Aber ich entdecke Frankfurt eigentlich so immer mehr und immer mehr auch von seinen schönen Seiten und ob das jetzt der Taunus ist oder die Skyline ist oder gewisse Stadtteile sind. Also Frankfurt gefällt mir grundsätzlich immer mehr und fühle mich sehr wohl hier. Das hört man gerne. Nun allgemein, Eintracht wird ja oft als das Überraschungsteam der Bundesliga-Saison 2012-2013 getitelt. Haben Sie das erwartet vor der Saison? Ja, also wie wir so begonnen haben und es ging los und die Mannschaft hat sich so entwickelt und was man so gesehen hat im Vorbereitungsspiel und auch im Training, was für Tempo da drin war, ja, da hat man sich so gewünscht, Mensch, da können wir schon überraschen. In welcher Form, das war natürlich vollkommen offen.
Man konnte vor der Saison auch nicht erwarten, dass die Mannschaft am 27. Spieltag auf dem 5. Tabellenplatz steht. Diese Erwartung wäre einfach auch nicht fair gewesen. Aber das hat sich jetzt so entwickelt in diese Richtung. Die Mannschaft entwickelt sich immer noch weiter und ist einfach auch richtig hungrig, auch von der Mentalität her. Die Jungs wollen einfach dazulernen und sich weiterentwickeln und verbessern. Das spürt man jeden Tag. Und schauen wir mal letztendlich was dabei rauskommt. Aber dass wir für die eine oder andere Überraschung sorgen können, was die Frage jetzt war, am Anfang der Runde, da hatte ich schon ein gutes Gefühl auch damals schon. Das ist ja dann zum Glück auch so gekommen. Der kommende Gegner ist Schalke 04. Was erwarten Sie so rund um das Spiel, auch das Hin und Her war ja in den letzten Wochen zu hören um Armin Fee und Schalke 04? Ja, da ist jetzt ein Punkt hinter die Sache gemacht worden. Das ist ja, da ist ja Haken dran. Das ist ja alles erledigt. Armin Fee ist Trainer von Eintracht Frankfurt. Von daher hat sich dieses Thema auch erledigt und ist ein Punkt dahinter. Auf welchen Spieler muss denn die Eintracht besonders aufpassen im kommenden Spiel? Das heißt, es Julian Draxler oder ist es Jefferson Verfahren? Ja, das sind schon besondere Spieler, die da Schalke in seinen Reihen hat. Das ist so ganz, ganz tolle Spieler. Der eine sehr erfahren, der andere jung und talentiert, hochtalentiert. Aber es ist natürlich so, dass es natürlich fast fahrlässig wäre, wenn man irgendeinen Mitspieler in der Bundesliga irgendwie nicht ernst nehmen würde. Daher nehmen wir natürlich alle ernst. Aber jetzt freuen wir uns natürlich erstmal auf das Spiel gegen Bayern München, das wir jetzt vor der Brust haben. Und dann haben wir noch Auswärtsspiele und dann haben wir erst das Heimspiel gegen Schalke. Dann werden wir uns intensiv natürlich auch mit dem Spiel auseinandersetzen. Okay, dann danke dir fürs Interview und viel Erfolg für die kommenden. Dankeschön. Danke, Marius. Danke.